Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen Minecraft PokéCube. Die Minecraft-Mod PokéCube, also eine Pokémon-Mod, die wir uns hier anschauen wollen. Ich hatte ja zuletzt auf dem Kanal die Mod Cobblemon gespielt. Und ich hatte ja gesagt, wir schauen in Cobblemon wieder rein, wenn sich da ein bisschen was getan hat, eventuell. Das ist jetzt 2 Monate her, es hat sich noch gar nichts wieder getan seitdem. Das heißt, es hätte sich auch nicht gelohnt, wieder reinzuschauen. Aber es gibt ja auch noch andere Minecraft-Mods, die sich mit Pokémon befassen. Und eine ist eben PokéCube, eine andere wäre Pixelmon. Aber ich habe jetzt mich erstmal für PokéCube entschieden. Als ich damals auf Instagram die Ankündigung für die Cobblemon gepostet habe, meinten einige, Cobblemon ist voll doof, spiele lieber PokéCube, ist viel besser. Ich bin natürlich offen für alles und probiere deshalb gerne mal aus, hier diese PokéCube-Mod. Und ja, es wird in vielerlei Hinsicht ähnlich wie Cobblemon. In vielerlei Hinsicht ähnlich heißt, ich habe schon mal so ein bisschen mehr was an Ausrüstung gegeben. Das kennt ihr schon. Hier die Paraglider, die Backpack Sleepy Mod. Ich habe hier wieder einen Rucksack. Da habe ich schon so ein bisschen was drin vorbereitet. Und ja, das macht natürlich das Ganze ein bisschen einfacher, den Start vor allem für mich. Aber wie ich auch schon bei Cobblemon gesagt habe, ich möchte eher diese PokéCube Mod spielen, anstatt dass ich jetzt hier ein lang aufwendiges Minecraft LP mache. Und ja, deshalb auch eine weitere Sache. Wir spielen auf Peaceful diesmal. Ich möchte eigentlich keine Monster töten. Wenn man mal überlegt, wenn ich ein Pokémon-Spiel spiele, dann habe ich da auch nur Pokémon. Dann habe ich da keine Zombies und dann habe ich da keine Creeper und so weiter. Darum spielen wir jetzt auf Peaceful. Dann können wir uns auch wirklich nur mit den Pokémon bzw. Poké-Cubes befassen. Und ja, ansonsten, von der Art und Weise, wie die Mod funktioniert, ist es durchaus ein bisschen anders als Cobblemon. Ich habe jetzt noch nicht alles mehr angeschaut. Ich habe mir so nur den Anfang ein bisschen angeschaut, dass ich überhaupt weiß, wie ich hier loslege. Aber wir werden nach und nach merken, es gibt ein paar Dinge, die durchaus anders sind. Das erste ist, wenn wir mal hier rausgehen, dann sehen wir sind in einem Dorf gespawnt. Und da gibt es hier zum Beispiel so ein komisches Gebäude, ein Pokémon Center. Hier gibt es also Pokémon-spezifische Gebäude. Wir haben ein Pokémon-Center. Wir haben hier überall so, mal schau, Banner mit Pokébällen quasi. Wir haben ganz normale Häuser, klar. Aber ansonsten ist hier schon ein bisschen was anders. Wenn man da hinten hingeht, da sieht man schon so ein paar Gewächse. So. Jetzt sehe ich gerade, mein Weiler geht wieder nicht. Das muss ich auch noch wieder hinzufügen. Aber das sind quasi Beeren, Pokémon-Beeren. Und ja, das hängt damit zusammen, wie quasi diese Mod funktioniert zum Teil. Aber bevor wir jetzt rausgehen und die Welt erkunden, ich habe hier natürlich auch wieder eine Journey Map. Ihr seht, wir haben noch nicht ganz viel erkundet. Wir sehen aber da oben in den Bergen ist irgendwas. Wir haben also hier irgendwie so einen Kreis aus Bergen drumherum, wenn ihr mal schaut. Wir sind hier mitten in der Senke von so einem Gebirge, in so einem Tal. Deshalb habe ich dieses Seed ausgewählt. Ich habe ein paar verschiedene Seeds ausprobiert. Den hier fand ich am coolsten, weil, wie gesagt, das Heimatdorf so umgeben ist von so einem, ja, Gebirge. Fand ich schon irgendwie ganz cool gemacht. Und ja, bevor wir unsere Pokémon-Reise starten, müssen wir natürlich ein paar Dinge tun. Hier, wenn wir schauen, hier ist zum Beispiel der Computer im Pokémon-Center. Man kennt es, dass man im Pokémon-Center einen Computer hat. Dieser Computer ist noch leer, weil wir natürlich noch keine Pokémon gefangen haben. Wir haben ja eine Enderkiste. Wir haben hier etwas, was wir noch nicht kennen. Und hier, wir haben hier eine Schwester, Nurse Shannon heißt sie. Ich habe übrigens diese Mod jetzt hier, die spielen wir auf Englisch, weil die Mod auch keine Übersetzung hat. Und da dachte ich, ist ein bisschen weird, wenn hier jetzt das Minecraft und die Mod gemischte Sprachen haben. Darum steht das jetzt hier auf Englisch. Ich hoffe, das ist okay. Wir haben hier eine Schwester. Da kann ich meine Pokémon zum Heilen abgeben. Das kennt man. Und wir haben hier einen Professor. Professor Pine. Ist natürlich auch ein guter alter Pokémon-Tradition. Die heißen ja alle Professor Oak, Professor Berg. Solche, die haben alle Baumnamen. Und der hier heißt Professor Pine. Der sitzt hier in dem Pokémon-Center. Normalerweise hätte der natürlich ein Pokémon-Labor. Hier ist das alles in einem. Aber diesen Herren wollen wir jetzt mal uns vornehmen. Professor Pine. Choose your first
Pokémon. Wähle also dein erstes Pokémon aus. Und wir haben jetzt zur Auswahl. Wir können ja mal durchgehen. Wir haben hier Bulbasaur, also Bisasam. Charmander, also die deutschen Pokémon-Namen fallen mir immer nicht ein. Glumanda natürlich. Wir haben hier Shiggy, Squirtle. Aber wir haben auch alle anderen Starter-Pokémon. Wir haben hier Indivier, Heurigel und so weiter, Kanimani, Flamly zum Beispiel, Chillast, Turtwig, wir haben hier Plup. Also aus allen Generationen haben wir hier die Starter-Pokémon, Otaro, hier von X und Y die Starter, ne? Dann haben wir hier Bouts, also Rowlet aus Sonne und Mond. Dann hier die aus Schwert und Schild. Aber wir haben sogar auch schon, die haben sogar noch ein größeres Model. Wir haben sogar schon die aus Karmesin, die Starter hier, ne? Die könnten wir also auch schon auswählen. Mache ich aber nicht. Wir bleiben natürlich wie immer bei Glumanda. Ich wähle dich, Glumanda. Und das machen wir jetzt auch mal. So, jetzt haben wir ein paar Advance mit. Get first Pokémon, catch a Charmander. Das war leicht, das Charmander zu fangen. Aber wir haben jetzt ein paar Sachen bekommen unten in der Leiste, wenn ihr mal schaut. Achso, übrigens, wir spielen auf Minecraft-Version 1.19.2. Ich habe auch noch ein paar andere Mods, genau wie bei Cobblemon hinzugefügt. Welche das sind, seht ihr in der Videobeschreibung, falls da jemand Fragen hat. Also 1.19.2, wir sind noch nicht auf der 1.20, da gibt es noch nicht so viele Mods für zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber wir haben jetzt so ein paar Dinge hier bekommen. Als erstes haben wir einen Pokéball oder einen Poké-Cube mit unserem Glumanda. Das könnten wir jetzt nämlich freilassen. Da kommt's raus und da haben wir unser Glumanda. Wenn ihr nicht mal schaut, oben links haben wir jetzt eine Anzeige, es ist Level 5, es kann zwei Attacken, Scratch und Growl, also Kratzen und Heuler, die kann ich mit den Pfeiltasten wechseln. Das liegt daran, dass das Kampfsystem völlig anders funktioniert als zum Beispiel mit Cobblemon, das schauen wir uns gleich an. Aber wir haben hier einen Lebensbalken und das hier ist unser Glumanda, kann ich auch zurückrufen. Ansonsten haben wir hier ein Poké-Cube-Bag, da können wir, glaube ich, genau, Pokébälle reinlegen. Das heißt ja auch Poké-Cube Bag. Brauchen wir jetzt aktuell nicht. Leg ich mal hier hin. Und wir haben eine Poké-Watch. Das ist quasi so eine Art Menü für uns. Da gibt es so ein paar verschiedene Sachen. Hier, ne, da gibt es zum Beispiel so eine Art Pokédex, Pokémob-Info. Ne, dann haben wir hier verschiedene, also es ist quasi unser Pokédex. Das gab es ja in Cobblemon gar nicht, sowas. Hier gibt es so eine Art Pokédex, ne? So, das heißt, Pokémob-Info haben wir hier auf Level 7. Es steht hier, lernt das Ember, das ist auch immer gut zu wissen. Dragon Breath Level 12. Es gibt eine Anzeige, wo das spawnt und so weiter. Wie man das brüten kann. Also es ist eine ganze Menge drin, was es auch eigentlich in echten Pokémon-Spielen gibt, was in Cobblemon noch gar nicht drin war. Cobblemon konnte man eigentlich nur Pokémon fangen, kämpfen lassen und das war alles so. Ne? Und hier hast du wirklich viele Elemente, die auch in echten Pokémon-Spielen drin sind, mit drin. Wir haben, wie gesagt, dieses Pokémon-Center, diese Pokédex mit verschiedenen Informationen. Hier zum Beispiel auch unsere Werte des Pokémons und welche Geräusche das macht zum Beispiel, ne? Also ist eigentlich ganz cool gemacht. Dann haben wir hier Infobücher. Das ist so eine Art Tutorial. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Aber zum Beispiel kann man hier verschiedene Sachen über die Pokémon nachlesen. Das mache ich vielleicht mal offscreen, wenn ich merke, ich komme nicht klar. Local Spawns. Okay, nothing can spawn on peaceful. Dann müssen wir es vielleicht doch noch ändern. Vielleicht mache ich das mal kurz. Easy. Ah ja. Okay, das heißt, dann wird hier angezeigt, was hier in der Gegend spawnen kann. Das ist auch sehr praktisch. Wir haben hier Mauzi, Yampa, also ist gerade auch nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also die verschiedenen Mobs, die hier spawnen können. Dann haben wir Trainer Career.
Und das heißt, you have a new Pokédex reward available. Click the Check Progress button in the Trainer Career page on the watch. Check Progress. You receive the Guidebook. Guck mal, jetzt haben wir hier einen Pokécube Guide. Und da können wir jetzt verschiedene Sachen lesen. Dann packe ich auch hier hin. Wunderbar. Also, hier wird einem angezeigt, was wir halt so quasi gemacht haben. Das gucken wir uns auch nach und nach mal an. Dann haben wir Teleport Locations. Ist ja noch keine. Wir haben Secret Base Radar. Das kennt man zum Beispiel aus Pokémon Rubin oder Omega Rubin. Brauchen wir jetzt noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall viele coole Menüsachen, die es eben auch in anderen Pokémon-Spielen gibt. Das heißt, das ist ziemlich cool. Wir haben also tatsächlich etwas, ja, was uns da so ein bisschen weiterhilft. Und wir haben hier Poke-Cubes, also Poke-Bälle, was ja auch schon ganz cool ist, ne? So, ansonsten habe ich mir ein bisschen was gegönnt. Hier so ein paar Poke-Cubes, Beleber, denn die Pokémon sterben sehr schnell, wenn man jetzt nicht gerade auch ein Pokémon-Center in der Nähe hat. Und ein paar Emeralds, oder was heißt ein paar, ziemlich viele Emeralds. Ich wollte damit auch wieder einfach nur ein bisschen was beschleunigen. Zum Beispiel hier bei Professor Pine kann man Pokebälle kaufen, ne? Das heißt, ich nehme jetzt mal so ein paar davon. Ein paar davon. Erstmal 10. Davon auch 10. Beleber haben wir einen XP-Share, würde ich nämlich tatsächlich mal. Ah, ne, vielleicht doch nicht. Das ist ein bisschen teuer. Aber hier gibt es auf jeden Fall einiges zu kaufen. Und, ja. Das sind so die Sachen. Das lege ich auch mal hier rein. Dieses Ding. Poke. Cube. Bag brauchen wir auch gerade nicht. Wir haben ja unseren normalen Rucksack. Das lege ich auch mal da rein. So, und jetzt haben wir nämlich unser Glumanda. Und jetzt können wir mal... Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen XP bekommen. Jetzt können wir rausgehen in die Natur. Und dann können wir nicht mal gucken, wie funktioniert dann das Kampfsystem. Es gibt ja auf jeden Fall einiges an Mobs. Die normalen Villager. Ne, von denen kann man auch handeln, wenn man will, aber hier finden wir jetzt Mobs und ich gehe mal hier Pokédex, Trubbish, sagt er mir, ist das, und ich probiere mal einfach so das zu fangen und schauen wir mal, ob das klappt. Level 3, hat geklappt, Trubbish has been caught, und jetzt haben wir ein zweites Pokémon, jetzt haben wir hier unser Trubbish. Hallo und herzlich willkommen. Das Ding ist, anders als bei Cobblemon. Bei Cobblemon hatten wir unser Team einfach. Warte, bevor ich weiterrede. Das wollte nicht. Wir probieren es nochmal. So, jetzt haben wir auch einen Yamper. Bei Cobblemon hatten wir links am Bildschirmrand unser Team. Jetzt hier haben wir quasi für jeden... jedes Pokémon, was wir fangen, einen eigenen Pokéball im Inventar. Das heißt, wenn wir jetzt viele Pokémon fangen, dann müllen die nach und nach schon ein bisschen das Inventar zu. Das macht aber nichts. Nur wir haben halt kein Team aus genau 6 Pokémon. Wir haben quasi, ja, so groß wie das Inventar ist, können wir auch Pokémon mitführen. So, und jetzt wollte ich mal das Kampfsystem zeigen. Ich hole mal hier unser Glumanda. Und jetzt, wie gesagt, oben links, wenn ihr mal schaut, da haben wir die Anzeige. Da kann ich jetzt hin und her wechseln. Ich wähle jetzt mal Scratch. Und dann kann ich nämlich hier einen Angriffsbefehl geben. Und jetzt kämpfen die beiden gegeneinander. Und zwar in Echtzeit. Und jetzt ist aber auch unser... ja, Glumanda schon ziemlich hinüber. Also die kämpfen in Echtzeit. Wir haben keinen Rundenkampf und... ja, da muss ich mich, glaube ich, echt noch ein bisschen dran gewöhnen, weil ihr habt gesehen, das Gerät ruckzuck, die rennen rum, die rennen umeinander, und wenn ich jetzt Pokémon fangen will und es dann bekämpfen will, dann muss man echt aufpassen, dass das nicht sofort getötet wird oder unser Pokémon sehr schnell getötet wird, wie man jetzt hier gerade gesehen hat. Deswegen gehen wir jetzt mal hier ins Pokémon Center. Und
und heilen unser Pokémon. Und dann, wo es gerade dunkel wird, legen wir uns auch mal hin. Ich habe mal hier kurz einen Schlafsack ausgerollt. So, hast du was zu sagen? Nö. Okay. So, wir haben jetzt, wie gesagt, Yamper und Trubbish. Und dann können wir nämlich hier mal an die Box gehen. Da würde ich das Trubbish mal reinlegen. Yamper können wir mal kurz behalten. Hallo? Hallo, der Herr? Wer drängelt sich denn da so frech ins Bild? So, und ansonsten, ja, wir können jetzt mal unser Charmander, unser Glumander ein bisschen trainieren. Wir können das auch direkt auf die Pokémon werfen, dann kämpfen die direkt. Aber das Ding ist, es greifen alle Pokémon in der Umgebung an, ne? Das heißt, das ist gar nicht so einfach hier, denn das Kampfsystem, wie gesagt, noch sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Also, als ich das ein bisschen ausprobiert habe, musste ich wirklich ständig nur ins Pokémon Center und das heilen. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ist das der Shader? Das ist ja auch eine merkwürdige Sache. Machen wir mal kurz aus den Shader, ob das daran liegt. Also ich hatte schon mal versucht, PokéCube zu installieren. Aber irgendwie hatte das Probleme mit anderen Mods und ist eigentlich ständig nur abgeschmiert. Und scheinbar kommt das hier mit diesem Shader auch nicht so richtig klar. Ich sage mal kurz hier ein, was hier alles gedroppt wurde, bevor das respawnt. Was ist denn hier jetzt los? Hier ist jetzt gerade Krieg draußen, oder was? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Hier droppt alles Mögliche. Kam, glaube ich, gerade irgendwie so ein Trupp Pokémon reingerannt und hat einfach mal alles überfallen. Da, was bist du für ein Pokémon? Mauzi. Ich versuche mal kurz, dieses Mauzi zu fangen. Das wollte nicht. Nochmal. So, jetzt haben wir auch einen Mauzi. Also hier war gerade Tod und Verderben irgendwie, warum auch immer. So, das Mauzi lege ich auch mal schon mal da rein. So, und jetzt können wir nämlich hier nochmal kurz zumachen. So, ihr habt gesehen, wir haben jetzt hier einiges an Drops bekommen. Und zwar hier zum Beispiel Rabbitite, Enderperle, Beeren, Creeperbeere, Nuggets. Also die Pokémon, wenn man die bekämpft, haben Drops. Und zwar verschiedene Drops. Unter anderem nämlich diese Beeren. Und diese Beeren kann ich nämlich meinen Pokémon geben. Das mache ich jetzt mal. Man muss die Pokémon nämlich auch ernähren, dann heilen die sich so ein bisschen. Und wir haben hier nämlich auch so ein Pokémon-Menü, so ein paar andere Sachen. Man kann zum Beispiel sagen, hier setz dich mal hin. Ja, dann sitzt es. Bleib mal hier, folg mir mal nicht. Das ist auch ganz gut. Ansonsten, ja, haben wir verschiedene. Wir können es reiten später tatsächlich. Ein Item geben, das kennt man auch. Wir können ihm Anweisungen geben. Verschiedene Sachen. Das heißt, Pokémon droppen eine ganze Menge verschiedene Dinge. Und ja, das wird auch noch ganz cool werden. So, jetzt ich einmal kurz hier was essen. Ja, auf jeden Fall scheint, was ich eben sagen wollte, das Pokémon hier oder das PokéCube ein bisschen Probleme mit anderen Mods zu haben oder auch anderen Shadern zum Beispiel. Das müssen wir mal so ein bisschen ausprobieren. Aber das schauen wir uns ja in den nächsten Folgen alles an. Das wird jetzt nicht zwangsläufig auch wieder hier 60, 80, 100 Folgen lang werden, das Let's Play. Ich wollte einfach mal in die Mod reinschauen. Wir werden auch hier wieder eine Reise antreten und mal gucken, was wir so finden. Also es gibt hier auf jeden Fall ein paar ganz andere Sachen zu entdecken, als es das bei Cobblemon gibt. Bei Cobblemon gab es quasi nichts zu entdecken. Da habe ich ja mit der per Mod einiges eingebaut. Hier gibt es Dinge zu entdecken. Und ja, so werden wir unsere Reise antreten. Und vorher würde ich aber zumindest das Glumander ein bisschen leveln. Damit fangen wir dann in der nächsten Folge mal an. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn das so wäre. Lasst gerne eine Bewertung da für diesen Part. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und
Bis bald.